OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland. Männer bauen Raketen, Männer machen alles ganz genau. Zu dieser Feststellung kam Herbert Grönemeyer schon in den 80ern und widmete dem männlichen Geschlecht und seinen Fähigkeiten gleich einen ganzen Song. Auch wenn sich dann in den letzten 40 Jahren doch einiges geändert hat und Frauen inzwischen in Politik und Wirtschaft erfolgreich sind, werden ihre Leistungen nach wie vor oftmals nicht gewürdigt und sie selbst bleiben weiterhin in vielen Branchen unterrepräsentiert. Um das hier in der Region zu ändern und jungen Frauen Mut zu machen, ihren Weg zu gehen, haben die OM Medien den Award OM Zukunftsmacherinnen ins Leben gerufen, der am 30. Juni dieses Jahres erstmalig an die Unternehmerin Sarah Dehm aus Lastrup vergeben worden ist. Welcher Gedanke hinter dieser Auszeichnung steckt und warum Sarah Dehm die OM Zukunftsmacherin 2022 ist? Darüber sprechen wir in unserer heutigen Folge. Mein Name ist Kaschen Duzat und damit herzlich willkommen zum Podcast von OM Online. Diese Folge wird präsentiert vom Modehaus Hartke. Erleben Sie jetzt fantastisch günstige Sale-Angebote aus der Welt der Mode und des Sports bei Hartke in Steinfeld. Der Award OM Zukunftsmacherin 2022 ist erstmalig verliehen worden. Eine sechsköpfige Jury hatte die berühmte Qual der Wahl. Mehr als 50 Frauen aus dem gesamten Oldenburger Münsterland waren nominiert. Am Ende fiel die Wahl auf Sarah Dehm. Doch bevor wir mit der diesjährigen Preisträgerin sprechen, ist mir per Telefon aus Berlin die Bundestagsabgeordnete Silvia Breher zugeschaltet. Sie ist die Ideengeberin, Schirmherrin und Jurymitglied des OM Zukunftsmacherin Awards. Moin, Silvia Breher. Moin, moin. Frau Breher, wieso haben Sie denn den Award OM Zukunftsmacherin mit ins Leben gerufen? Ja, ich bin ja also auch ein Kind der Region. Ich komme zwar aus dem Landkreis Cloppenburg, habe gearbeitet in Flechtau und auch in der Region eigentlich immer. Und mir ist dann irgendwann, registriert man, dass man meistens die einzige oder eine von ganz wenigen Frauen in großen Männerrunden ist. Und je länger man dann aber aktiv ist, merkt man, naja, es gibt hier eine tolle Frau, es gibt da eine tolle Frau. Aber untereinander gibt es Männernetzwerke und ganz wenig Frauennetzwerke. Und viele kennen sich untereinander gar nicht. Und ich habe ganz lange drüber nachgedacht, das muss doch irgendwie gehen, dass man die Frauen mal zusammenbringt und daraus auch einen Vorbildcharakter machen kann. Und dann, letztes Jahr im Urlaub in Südtirol, ein bisschen Langeweile und auf einmal hatte ich diese Idee und dachte, sowas muss mal im Oldenburger Münsterland stattfinden. Und ich freue mich total, dass diese Idee jetzt zur Zukunftsmacherin mit dem Titel zum Fliegen kommt. Und ja, ich bin einfach unglaublich dankbar und stolz darauf. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, die Idee dahinter ist, Frauen in der Wirtschaft zu fördern, Frauen in Führungspositionen zu bringen. Sie haben es auch schon so ein bisschen umrissen. Aber beschreiben Sie es doch noch einmal, wie sieht es denn aktuell überhaupt aus bei dem Thema im Oldenburger Münsterland? Also wir sind auch, wenn man die Statistiken sich anschaut, was Frauen im Beruf und was Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft, aber auch in Behörden und so weiter anschaut, immer noch deutlich weit hinten dran. Und da ist ganz, ganz viel Luft nach oben. Und ich wünsche mir, dass wir mit Vorbildcharakter, mit Women Empowered Women, also Frauen unterstützen Frauen, Frauen fördern Frauen, Frauennetzwerke schaffen, wo man einfach nicht sagt, naja, die Männer unterstützen uns. Nein, wir unterstützen uns gegenseitig und machen Mut. Und das ist so mit Kernanliegen von mir. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Gründe, warum es Frauen so schwer haben, aufzusteigen oder auch zum Beispiel erfolgreich ein Unternehmen zu gründen? Ich glaube, diese Gründe sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Bei uns in der Region sicherlich auch noch ein bisschen traditionell verankert, dass oft auch die kritischen Fragen, wenn Frauen, wenn Mütter in Führungspositionen gehen, auch oft von Frauen kommen. Wieso machst du das mit Kindern? Du hast doch Kinder, wie willst du das denn machen? Und oder, ja, aber warum hast du denn keine Kinder? Also auch zum Teil distanzlos.
Ich glaube, dass jede Frau die Entscheidung am Ende für sich selber trifft, aber da, wo einfach die Kritik größer ist, wo noch immer ein traditionelleres Rollenbild vorherrscht, da wo vielleicht Kinderbetreuung, ich meine, wir haben so viele große Angebote an Kinderbetreuung geschaffen in den letzten Jahren. Und trotzdem sind wir von der Breite, also auch was Randzeiten angeht und Ähnliches, immer noch nicht so gut, weil wir einfach nicht so keine Großstadt sind, sondern einfach eben auch ländlicher Raum. Und das alles gemeinsam hindert am Ende auch daran, einen Weg zu gehen oder macht es auf jeden Fall ein Stück weit schwieriger. Wie kann denn dann ein Award wie OM Zukunftsmacherin an dieser Situation etwas verändern? Was erhoffen Sie sich da? Also ich glaube, das sind ganz, ganz viele kleine Schrauben. Also es geht damit los, dass wir untereinander erstmal, wir kennen uns dann. Also dass sich Frauen untereinander kennenlernen können, aus den Landkreisen, die sich noch nie gesehen haben zum Teil, die gar nicht voneinander wissen. Also Netzwerk schaffen, dann gegenseitig unterstützen, helfen, weiterhelfen, junge Frauen zu sehen und zu sagen, hier, da wächst ein Talent heran, wer kann sie fördern, in welche Richtung, welches Unternehmen, wo passt es hin? Aber auch, ich glaube, Vorbildcharakter zu sein, Sichtbarkeit herzustellen. Also ich glaube, das sind ganz viele kleine Punkte, die am Ende hoffentlich dazu beitragen, dass wir weiterkommen in diesem Thema. Sie haben das Stichwort Netzwerk jetzt schon des Öfteren angesprochen. Wie würden Sie sich denn ein erfolgreiches Netzwerk für Frauen im Oldenburger Münsterland vorstellen? Ja, also ich glaube, dass wir mit dem Award so ein, oder mit dieser Veranstaltung auch so einen Startschuss geben, dass eben auch Frauen untereinander sich besser kennenlernen und darauf zurückgreifen können. Weil da, wo ich mich nicht kenne, kann ich auch nicht sagen, anrufen, fragen, Ideen, das funktioniert nicht. Also wirklich von den jüngeren Frauen hin zu den älteren, vom Norden in Kloppenburg bis zum Süden in Vechta, Menschen zueinander zu bringen, die sich vorher noch nicht kannten und dann aber auch aufeinander aufbauen. Und ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass das dann eben auch weiterstrahlt, dass wir übers Jahr Veranstaltungen machen können, dass wir uns gegenseitig unterstützen, aber einfach auch wissen voneinander. Nun steht die Gewinnerin des diesjährigen Zukunftsmacherin-Preises ja fest. Sarah Dehm ist das. Warum hat sich die Jury denn für Sarah Dehm als Zukunftsmacherin entschieden? Also wir hatten wirklich viele, viele tolle Frauen auf der Liste. Und die Auswahl war sicherlich nicht einfach. Für Sarah sprechen einfach so viele verschiedene Aspekte. Sie ist eine absolute Macherin. Sie ist Unternehmerin, es geht neue Schritte mit dem Kernunternehmen, hat Kaliber daraus mit ihrem Mann ausgegründet oder neu gegründet, geht da auch in der Branche einen neuen Weg. Alle wollen mehr Tierwohl, sie macht es. Und zwar von dem Landwirt bis hin zur Vermarktung. Weil ohne Vermarktung geht es am Ende eben nicht. Sie bringt die Akteure beruflich an ihrem Job zusammen. Dann engagiert sie sich ehrenamtlich in ihrem Beruf und im Verband. Dann ist sie aber auch darüber hinaus, sie ist Mama, hat 4 Kinder, Fußball verrückt. Und außerdem ist sie ehrenamtlich, ich glaube, überall da, wo sie sieht, dass man was verändern muss, ist sie da. Sie engagiert sich für Geflüchtete, wenn Hilfe gebraucht ist und hat gerade aktuell neben dem Unternehmen mit der Gemeindelasttruppe einen Dirtpark eröffnet. Und ihr kann nie irgendwas schnell genug gehen, also im positiven Sinne. Wenn sie eine Idee hat, dann bringt sie die auch gegen, ich glaube, alle Widerstände dieser Welt zum Fliegen und ist einfach unermüdlich im Einsatz. Und das ist egal, ob im Unternehmen, ob privat oder ehrenamtlich. Und ich glaube, wenn es darum geht, Zukunft zu gestalten, beruflich einfach das Thema Ernährung in die Zukunft zu bringen, das umzusetzen, wovon alle sprechen, und das dann auch noch geknüpft mit einer Frau, die einfach für die Region steht, wie kaum eine andere. Ich glaube, sie ist einfach eine ganz, ganz tolle erste Preisträgerin als OM-Zukunftsmacherin.
Absolut. Eine würdige Preisträgerin, die alles unter den Hut bringt, was wir hier angesprochen haben. Wenn wir jetzt aber mal in die Zukunft blicken, wie soll es denn dann mit dem Award weitergehen? Und ist im Anschluss an die Preisverleihung, sind da weitere Veranstaltungen geplant? Also der Award ist ja, und dafür bin ich sehr dankbar, gleich auf mehrere Jahre ausgelegt. Das ist jetzt nicht ein einmaliges Event und dann gucken wir mal, wie es war, sondern wir haben von Anfang an gesagt, wir machen es jetzt ein paar Jahre. Und wenn man sich jetzt einfach nur mal diese Veranstaltung anschaut, dann ist alleine das schon zwingend notwendig, weil, und das haben wir in den letzten Wochen gesehen, sicher viele tolle Frauen auch in die Öffentlichkeit gewagt haben und ihre Geschichte erzählt haben in den OM-Medien. Und die Resonanz darauf ist so unterschiedlich, dass einige Frauen zu mir gesagt haben, ey Silvia, wir müssen diese Veranstaltung noch so viele Jahre machen, du glaubst nicht, was ich alles für Kommentare bekommen habe. Und nicht nur positiv, sondern eben auch eine ganze Latte negativer. Und das zeigt uns, dass wir hier in so ein Wespennest gestochen haben, was jetzt wirklich geöffnet ist und wo wir wirklich jetzt Gas geben müssen. Und das wollen wir ja begleiten mit Veranstaltungen übers Jahr. Also ja wirklich daraus mehr zu machen, junge Frauen zu motivieren, Veranstaltungen zu machen übers Jahr, Angebote zu schaffen, um auch Frauen zu stärken, Frauen zu unterstützen und junge Talente zu finden und zu fördern. Der Grundstein ist also gelegt? Auf jeden Fall. Also, dass wir so eine Veranstaltung im Oldenburger Münsterland hinbekommen, finde ich einfach grandios. Das Feedback darauf ist toll. Also, ja, wie gesagt, von sehr kritischen Stimmen bis hin zu lobenden Worten. Und ich glaube, dass genau diese Bandbreite es eben auch notwendig macht und zeigt, dass es wichtig ist. Und ja, jetzt ist der Grundstein gelegt. Es geht los. Und wie gesagt, ich finde es einfach grandios und freue mich sehr, sehr, sehr darüber. Dann bedanke ich mich für das Gespräch, Frau Breer. Ja, vielen Dank. Und wie bereits eingangs schon angekündigt, ist mein heutiger Studiogast niemand Geringeres als die diesjährige Preisträgerin des OM Zukunftsmacherin Awards, Sarah Dehm. Moin, Frau Dehm. Moin, Herr Duzert. Frau Dehm, erstmal herzlichen Glückwunsch für die Auszeichnung. Wie haben Sie die Preisverleihung aufgenommen? Ja, das ist ein komisches Gefühl. Also, das ist ja jetzt irgendwo jetzt nichts, was man sich erarbeitet hat. Es ist eine neue Initiative mit sehr viel Hintergrund. Und das macht in erster Linie vor allen Dingen echt erstmal ein bisschen verlegen, wenn da plötzlich jemand sitzt und sagt, Mensch, wir haben dich da ausgeguckt. Und es freut mich aber unheimlich. Und es würde mich noch viel mehr freuen, wenn diese Initiative danach noch sehr um sich greift und wirklich so ein bisschen als Beispielfunktion auch gerade hier im Oldenburger Münsterland auch noch was nach sich zieht. Sie sind die erste OM-Zukunftsmacherin. Welche Hoffnung verbinden Sie denn mit dieser Auszeichnung? Es schön wäre, wenn sich daraus einfach eine Art Netzwerk entwickeln würde, wo einfach auch vielleicht gerade junge Frauen oder junge Menschen allgemein sich einfach dran wenden können und einfach mal fragen können, Mensch, wie war das bei dir? Weil das ist zum Beispiel was mir früher so ein bisschen gefehlt hat. Das kann man mit Eltern irgendwie ganz schlecht diskutieren, weil da ist oft ein verklärtes Bild. Und da einfach mal fremde Ansprechpartner zu haben. Ich hatte das viel, dass ich Geschäftsfreunde, ältere Geschäftsfreunde, andere Unternehmer fragen konnte. Da habe ich noch ganz viel Glück gehabt, aber das fehlt, glaube ich, vielen. Und wenn das aus dieser ganzen Zukunftsmacherin-Geschichte wachsen würde, dann wäre das, glaube ich, ziemlich sensationell. Wenn man einfach eine Anlaufstelle hat als junger Mensch, zu sagen, Mensch, ich stehe gerade vor einem Problem oder vor einer Übernahme eines Betriebes oder irgendwas. Mensch, was mache ich denn jetzt? Einfach mal eine andere Meinung hören, auf einem ganz einfachen Wege. Das wäre toll, wenn das daraus wachsen würde. Sie haben ja gerade schon so ein bisschen Ihren eigenen Lebenslauf angesprochen. Schauen wir doch mal darauf. Sie leiten zwei Betriebe. Welche Betriebe sind das? Ja, das ist einmal mein elterlicher und großelterlicher Betrieb, Schulte Lastrupper Wurstwaren. Wir haben eine Fleischerei, die hat Opa 1948 gegründet in Lastrup als ganz normale Fleischerei im Ort, wie das früher so war. Wir sind dann 1979, 80 haben wir groß gebaut oder größer gebaut im Industriegebiet. Mein Papa hat das weitergemacht und ja, der Betrieb heute sind 110 Leute sind wir mittlerweile und produzieren Wurstwaren immer noch auf handwerklichem Niveau, aber von der Größe her ist es einfach mittlerweile ein Industriebetrieb. Dann haben wir
2010 ist mein Mann mit ins Unternehmen gekommen und wir wollten noch mal ein bisschen neue Wege gehen. Und da Papa dann gesagt hat, also wenn ihr jetzt anfangt, die Wurst mit der Post zu verschicken, dann lass mich da mal lieber raus, haben wir noch mal ein neues Unternehmen gegründet. Das ist die Kaliber GmbH. Und das ist mittlerweile nicht mehr nur ein Online-Versand, sondern eben auch eine Fleischerei, Grill, Fachhandel, Restaurant, Event-Gastronomie. Sie selbst haben BWL mit juristischem Schwerpunkt studiert, haben eine Ausbildung zur Industriekauffrau und dann auch noch eine Fleischerlehre gemacht. Wieso das alles? Also das fing eigentlich damit an, dass ich 98 Abi gemacht habe und eigentlich noch so gar nicht wusste, was ich machen will. Habe dann gedacht, ach, ich studiere erstmal BWL, da kann ich ja noch so kaufen, verkaufen. Das war wohl so meins, aber ob das jetzt Blumen, Autos oder eben Wurst sein sollte, das wusste ich damals gar nicht. Habe mit BWL angefangen, hatte eine unheimlich schöne Zeit, habe 3 Semester studiert, habe 4 Scheine gemacht und habe dann aber selber festgestellt, okay, so wird das nichts. Bin nach Hause gefahren und habe gesagt, Mensch, ich brauche Hilfe, ich muss das abbrechen, ich möchte gerne eine Ausbildung machen. Und so bin ich dann erstmal als Industriekauffrau bei Rügenwalder in Bad Zwischenahn gelandet. Habe im Mai dann schon anfangen dürfen, weil ich ja nun nicht mehr studiert habe. Und im September war ich dann aber mit meinem Vater auf einer Messe und habe mit ihm den Stand gemacht von unserem Betrieb. Und da kamen dann so viele Fragen und ich habe dann gesagt, okay, als nächstes mache ich eine Fleischerlehre, weil später im Betrieb stehen und immer noch sagen, da muss ich mal meinen Papa fragen, das wollte ich nicht. Deswegen dann stand da schon direkt fest, als nächstes kommt die Fleischerlehre. Das war nicht ganz so einfach, da eine Lehrstelle zu finden. Habe dann aber ganz viel Glück gehabt, konnte die direkt im Anschluss weitermachen bei Adland in Bad Bergen. Habe da nebenbei aus einer Bierlaune raus mit einem Kumpel, das Studium parallel wieder aufgenommen, weil der das studiert hat. Ja, und wie das dann manchmal so ist, ach komm, ich bringe die Sache mit und da lernen wir zusammen. Jo, so machen wir das. So hat das dann angefangen. Dann habe ich aber nochmal nach der Ausbildung konnte ich direkt meine Meisterschule machen, habe dann den Fleischermeister gemacht und habe danach dann mein Studium noch zu Ende gemacht, weil ich es irgendwie auch nicht haben konnte, das nicht fertig zu machen. Bin dann aber seit 2004 bei uns im Betrieb gewesen und habe das Studium parallel zu Ende gebracht. Eine Frau hinten bei den schweren Jungs im Fleischereibetrieb. Wie haben die reagiert? Also das Schwierigste war tatsächlich, eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Ich habe zu dem Zeitpunkt, als klar war, dass ich das machen möchte, habe ich noch in Oldenburg gewohnt und bin dann da ganz viele Betriebe abgefahren. Bin dann in der Zwischenzeit wieder nach Beten gezogen, habe da weitergesucht. Und das war das Schwierigste, weil da hieß es immer so, ja, wie hinten? Ich so, ja, wenn hinten jetzt die Produktion heißt, dann denke ich mal, ja, da wird dann wohl die Ausbildung stattfinden. Nee, also Verkäuferin hätte ich, glaube ich, in 14 Betrieben lernen dürfen, Fleischerin nicht mal beim damaligen Obermeister hier. Und da war dann tatsächlich so die Aussage, ja, da weiß ich nicht, wie ich den Jungs das erklären soll. Ich habe nur entgegnet, komm, gib mir eine Kiste Bier und 10 Minuten Zeit, das mache ich alleine, aber nee, keine Chance. Wir haben dann mal am Wochenende Hof gepflastert beim Kumpel. Und offensichtlich war das nicht so ganz verkehrt, körperlich arbeiten zu können, weil der kam danach an, Mensch, du kannst, wenn du willst, da Montag deine Bewerbung abgeben. Der hat mir dann ein Vorstellungsgespräch organisiert bei Adland in Bad Bergen. Die kannten das auch schon, also die haben eine große Lehrwerkstatt gehabt mit bis zu 20 Azubis pro Jahrgang, haben die damals da ausgebildet und da waren auch öfter schon mal Frauen dabei gewesen. Da war es natürlich auch so, als ich dann angefangen habe, waren so die ersten so, heb das mal hoch. Da habe ich dann auch gesagt, ich sage, Theo, ganz ehrlich, das brauchen wir nicht lange diskutieren, weil meine Oberschenkel sind nicht so dick wie deine Oberarme. Ich kann das nicht hochheben. Ich werde eure Hilfe brauchen die nächsten 2 Jahre, weil einige Sachen einfach körperlich nicht gehen. Und das war auch so, ich bin auch in der Zeit 2-mal operiert worden am Handgelenk. Ich habe einen riesen Respekt vor diesem Job, weil es ist trotz aller vorhandenen Hilfsmittel ein riesen Knuff. Aber ansonsten war das manchmal auch ganz witzig. Das hatten die Jungs dann auch schnell raus, wenn irgendwas geholt werden musste. Die mussten sich das aus den Kühlhäusern selber zusammensuchen, wenn ich dann mit meinem Kuri ankam. Na, Sarah, was brauchst du? Kann ich dir helfen? Also das war schon ein bisschen anderer Ton. Aber ja, es war hart. Einige Sachen konnte ich nicht. Die mit Azubis mussten oft im Rinderschlachthaus helfen. Wo ich dann auch gefragt habe, warum ich denn nicht? Ja, dann Lehrmeister mich mit hingenommen und hat mir halt gezeigt, was die Jungs machen müssen. Nee, körperlich keine Chance, das hätte ich also keine Viertelstunde durchgehalten, wäre nicht gegangen. Das ist natürlich jetzt auch ein Unterschied zwischen Männlein und Weiblein, der ist nicht wegzudiskutieren. Aber so ganz blöde Sprüche kamen direkt zumindest nicht. Hinterm Rücken weiß ich nicht, was da so passiert ist, aber
wenn man gezeigt hat, dass man generell arbeiten will und nur einige Sachen körperlich schlichtweg nicht kann, war das schon vollkommen in Ordnung. Wie war das denn dann, als Sie 2004 in den väterlichen, elterlichen Betrieb gekommen sind? Ja, das war eine spannende Zeit. Also es war ja noch nicht so, dass mich keiner kannte. Ich habe da von Kind auf an, wie das so ist, ne, Opa mitgenommen. Da stand ich ganz begeistert am Vakuumiergerät und durfte mit Vakuumieren helfen. Die Azubis, die damals da waren, Peter und Johnny, sind heute alle noch da. Die haben sich wahrscheinlich immer gefreut, weil wenn ich mit Opa kam, wussten die, okay, Stunde später Feierabend, jetzt darf das Kind erst mitmachen. Aber ich habe dann auch viel in den Ferien gearbeitet. Was aus meiner heutigen Sicht ganz interessant ist, ich habe immer im Versand geholfen, weil da waren auch andere Frauen. Damals ist auch wieder keiner auf die Idee gekommen, die könnte ja auch schon mal weiter rückwärts in der Produktion mithelfen. War auch nicht so, dass es verboten war. Es war tatsächlich so, auf die Idee kam irgendwie keiner. Am Wochenende war ich immer mit meinem Papa hinten Räuche umschieben und ja, ich habe mit Schweinezungen fangen gelernt. Das war damals so der Normalzustand. Aber dadurch kennen mich auch viele. Das macht es manchmal natürlich nicht einfacher, wenn einen quasi alle schon so von Pampers Alter an kennen. Aber heute ist es einfach schön, dass so viele so lange da sind. Aber wenn natürlich Betriebsleiter und Versandleiter so wahnsinnig lange da sind und dann jemand Neues vor der Nase haben, der einfach dann so ganz anders ist, ist, glaube ich, insgesamt nicht einfach. Aber das kann ich jetzt auch nicht beurteilen, wie es gewesen wäre, wenn ich jetzt als Sohn nachgekommen wäre, ob das jetzt anders gewesen wäre, ob das genauso kompliziert gewesen wäre. Das kann ich nicht sagen. Stichwort Sohn. Sie haben 3 Ausbildungen, 2 Lehren, ein Studium. Glauben Sie, dass Sie als Mann oder als Sohn eine ähnlich umfangreiche Ausbildung hätten vorweisen müssen oder hätte nur eine Fleischerlehre, eine kaufmännische Ausbildung gereicht und Sie wären dann da reingegangen und alle hätten gesagt, jo, passt? Das weiß ich nicht. Das stand auch gar nicht, oder das würde auch nicht unbedingt, also nein, stünde nicht zur Debatte, weil das ist mein eigener Anspruch. Ich wollte einfach mich komplett auskennen. Ich wollte den Betrieb kaufmännisch leiten können. Ich wollte aber immer wissen, was wir da tun und das nachvollziehen können. Das ist natürlich so, wenn es dann auf der Visitenkarte steht und je nachdem, wem man gegenübersteht, der eine nickt, ah, Fleischermeisterin, alles klar, die weiß Bescheid. Der nächste sagt, ah, BWL, die weiß Bescheid. Also das ist auch immer, je nachdem, wo man ist oder wem man gegenübersteht, ist alles irgendwie ein Vorteil. Ich hätte als Sohn den gleichen Weg eingeschlagen, einfach um wirklich auch in der Lage zu sein, den Betrieb zu führen. Weil nur eins von beiden hätte mir nicht unbedingt was gebracht. Wobei mir jetzt die kaufmännische Ausbildung mehr gebracht hat als das Studium. Das muss man, glaube ich, auch ganz ehrlich so sagen. Ist es denn so, dass heute dann doch noch blöde Sprüche kommen? Ach, blöde Sprüche kommen wahrscheinlich immer, spätestens irgendwo hinterm Rücken. Aber also mir direkt gegenüber oder auch, dass einer gesagt hat, nee, da kann ich nicht mit leben, dass die jetzt hier mein Chef ist. So direkt hat es keiner gesagt. Klar sind in den letzten Jahren auch welche gegangen. Ob das mal ein Grund war, weiß ich nicht. Direkt war das aber tatsächlich nie ein Problem. Denken Sie denn oder bemerken Sie denn, dass es Unterschiede gibt im Umgang, also in dieser Branche, im Umgang mit Ihnen beziehungsweise mit einem Mann in einer vergleichbaren Position? Also ja, also das ist ganz witzig. Es ist ja nun mal eine Männerdomäne. Also das sind ja irgendwie über 95% Männer, die mir immer noch gegenüberstehen. Und das hat recht früh, war das ganz lustig, ich bin mit meinem Vater immer früh auch mitgefahren zu Jahresgesprächen und ich werde es nie vergessen, wir kamen einmal beim langjährigen Kunden raus und mein Vater sagte nur, jetzt fahre ich da seit 30 Jahren hin, seit 30 Jahren werde ich nur angeschrien und angemacht und angemeckert, jetzt bist du dabei, hast überhaupt keine Ahnung, sitzt einfach nur daneben und es heißt noch, darf es noch ein Kaffee sein, wie geht's euch denn, ist alles in Ordnung, sagt er, das kann doch alles nicht wahr sein. Also das merkt man halt schon. Wenn man als Frau reinkommt, es ist doch oft so, dass nochmal so das letzte Benehmen rausgeholt wird. So dieser Umgangston bekommt eine andere Stufe. Wobei das eigentlich ganz witzig ist, weil ich habe halt einfach auch im Schlachthaus gelernt und da gibt es einen ganz deutlichen Umgangston, der entspricht, das haben mein Mann und ich dann festgestellt, ziemlich dem in der Küche. Es ist laut, es ist deutlich, also es ist nicht so, dass mir das fremd ist. Aber erlebt habe ich das tatsächlich nur ein einziges Mal. Sie leiten nicht nur 2 Betriebe, sondern Sie sind daneben hauptberuflich auch noch Mutter. Wie managen Sie Beruf und Familie? Ja, das ist manchmal so der größte Anspruch dabei, weil wir haben 4 Kinder. Ja, ich selber bin leider ungewolltes Einzelkind und ich habe immer gesagt, so Gott will, mehr als 2. Ja, jetzt sind es am Ende 4 geworden. Jetzt ist natürlich auch immer viel Trubel im Haus.
wir brauchen auch viel Hilfe. Das ist ganz klar. Also mein Mann und ich haben immer viel selber gemacht. Wir haben lange so ein bisschen im Gegenmodell gearbeitet. Ich habe ganz früh angefangen. Er hat abends länger gearbeitet, sodass eigentlich immer einer für die Kinder da war. Wir haben aber natürlich auch Hilfe zu Hause. Also wir haben eine Kinderfrau, die ist bei uns, seitdem der Große 3 Monate alt ist. Die gehört einfach zur Familie. Wir haben Hilfe im Haushalt, die auch schon mit die Kinderbetreuung übernommen hat. Ohne das wird es tatsächlich so nicht gehen, weil ich muss mich natürlich entscheiden. Will ich mich jetzt mit Haushalt aufhalten, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich stelle mich sowas von deppert an, das liegt mir einfach nicht. Klar kann ich mich da durchquälen, ich kann das alles, aber was will ich? Und da ist meine Entscheidung ganz klar, ich will das machen, was ich kann. Das ist Mama sein und das sind die Betriebe zu leiten. Und deswegen müssen wir uns in allen anderen Bereichen auch Hilfe holen und haben natürlich das Riesenglück, dass wir Oma und Opa sehr dabei haben, die da auch sehr geduldig geworden sind über die Jahre, sehr viel auch auffangen, jetzt mit Fußballtraining, Fahrerei übernehmen und alles Mögliche. Merken Sie denn in diesem Bereich, dass es sowas wie einen Erwartungsdruck von außen gibt? Ich meine gerade, was die Mutterrolle oder das klassische Familienbild betrifft, vielleicht auch gerade hier im Oldenburger Münsterland, wo es noch ein bisschen traditioneller zugeht? Ja, traditionell und klassisch ist das genau unser Familienbild, unser selbstgewähltes Familienbild. Ich kann da einfach nicht gucken, wie andere das machen. Und das würde ich mir auch sehr, sehr, sehr wünschen, dass viel mehr Leute diesen Luxus haben, sich das selber so aussuchen zu dürfen, wie es für die Familie das Beste ist. Es gibt halt nicht nur ein traditionelles Rollenbild. Ich habe auch Freundinnen, die, da ist das so ganz klassisch althergebracht, der Mann geht arbeiten, sie ist zu Hause. Die haben das ganz bewusst so gewählt, weil die so glücklich sind. Alles fein. Aber auch da, schön, wenn man sich das aussuchen kann und auch das Geld vielleicht dann von einem Partner reicht. Wenn es genau andersrum ist, auch fein. Wir müssen dahin kommen, dass das für alle einfach in Ordnung ist, wie die anderen sich das aussuchen. Und nicht immer nur gucken, das passt aber nicht zu meinem Lebensbild, muss es ja auch gar nicht. Ist ja die Familie und wenn das für die passt und da alle glücklich mit sind und alle gut versorgt sind, dann ist es ja das Richtige. Und so haben wir es uns aufgebaut und da sind wir gut zufrieden mit. In Ihrer Kindheit haben Sie gerne Fußball gespielt als kleines Mädchen. Allerdings nicht im Verein, sondern so mit den Nachbarskindern. Die Jungs sind dann in den Verein gegangen, Sie nicht. Wenn Sie jetzt heute auf Ihre eigenen Kinder blicken, gibt es Fortschritte, was die Akzeptanz für ja, ich sag mal, nicht so klassische Mädchensachen, Jungensachen gibt, wie zum Beispiel Frauenfußball, Mädchenfußball? Sind wir da weiter? Ja, da sind wir viel weiter. Also es war bei mir auch gar nicht so, dass das verboten war. Es war einfach so, es kam gar keiner auf die Idee. Ich habe halt mit Hinrich im Garten gebolzt und dann hat er irgendwann auf die Uhr geguckt und hat gesagt, oh, ich muss los zum Training. Ja, dann habe ich gewartet, bis er wieder da war und dann haben wir weiter Fußball gespielt. So war das einfach. Und wenn ich heute so Mannschaftskolleginnen höre oder jetzt auch eben meine eigenen Kinder sehe, die spielen auch mittlerweile alle Fußball, und die Mädels gehen völlig selbstverständlich mit zum Fußball. Es ist überhaupt kein Thema mehr heute. Es gibt so viele Vereine, die sich auch da ganz drauf spezialisiert haben, die gute Mädchenmannschaften, gute Damenmannschaften haben. Und das ist einfach, da sind wir schon einen Riesenschritt weiter als früher. Ein Riesenschritt weiter, aber wo müssen wir noch weiter machen? Also für mich wird es schön, wenn es irgendwann die erste alte Damenmannschaften gibt, weil die fehlen mir persönlich noch sehr. und auch, man merkt es schon noch, so die alten Haudegen in den Vereinen und in den Köpfen, wenn es dann um die Damenmannschaft geht. Es fällt halt doch tatsächlich bei vielen Vereinen, nicht bei allen, fällt es doch oft noch hinten runter. Es sind ja nur die Damen. Ja, das ist noch ein Punkt, wo man sagt, gut, da ist noch Luft nach oben. Aber generell ist es zumindest schon mal völlig selbstverständlich, dass es die Damenmannschaft gibt, dass die unterstützt wird und dass die einfach genauso da sind. Und abgesehen vom Frauenfußball, wo müssen wir noch mehr diese klassischen, das ist ein Jungsding, das ist ein Mädchending, aufbrechen, vielleicht auch gerade bei der Berufswahl, bei der Berufsausbildung? Ach, das geht ja schon im Kindergarten los, ne? Jungs, die mit Puppen spielen, Mädchen, die in jede Hauerei verwickelt sind. Es muss einfach alles mal normaler sein. Wir müssen dahin kommen, dass das gar kein Thema mehr ist. Wer was macht, jeder so in seiner Fasson, wie er glücklich ist. Und das zieht sich ja in der Berufswahl dann auch durch. Klar, ich sag mal, körperlich gibt's einfach Dinge, da brauchen wir beide uns nur angucken. Wir können hier nicht die gleichen Dinge stemmen. Das funktioniert einfach nicht. Aber generell gibt es kaum was Frauen nicht machen können. Und das würde ich sehr, sehr wichtig finden, dass auch
wenn da Mädchen sind, die einfach affin sind für diese heute noch typisch männlichen Berufe, dass die sich das auch trauen, dass sie sagen, ey, ich habe aber jetzt echt Bock, Elektriker zu werden, weil mich interessiert das. Ja, dann aber auch nicht einschüchtern lassen, sondern dann wirklich Praktikum machen, Betrieb angucken und einfach gucken, liegt mir das wirklich, ist das nur eine Idee und ausprobieren. Und dann sind wir da, glaube ich, ein Riesenstück weiter. Ich kenne kaum Betriebe, die das heutzutage nicht unterstützen. Die nicht sagen, komm, mach ein Praktikum, probier das mal aus. Wir gucken uns das beide an. Bei uns haben sich auch viele schwer getan. Als ich nach Hause kam, hatten wir auch dann irgendwann ein paar Jahre später mal eine Bewerberin zur Fleischerin, Auszubildende, wo wirklich viele so, oh ja, ne? Und dann habe ich gesagt, Leute, mit wem redet ihr eigentlich? Ich habe es doch selber gemacht. Natürlich darf die das versuchen, ob sie das schafft. Wissen wir nicht, wissen wir aber bei allen männlichen Azubis auch nicht. Und das ist, glaube ich, da müssen auch die Mädels alle noch viel selbstbewusster werden, zu sagen, ich will das aber. Gehen wir mal von der Ausbildung einen Schritt weiter oder zwei Schritte weiter. Wo liegen denn für junge Frauen, die erfolgreich einen Weg in ihrem Berufsleben beschreiten wollen, die einen eigenen Betrieb gründen oder den väterlichen Betrieb übernehmen wollen, wo liegen da aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen? Die größte Herausforderung liegt immer in einem selbst. Einfach den eigenen Weg finden, für sich klar zu bekommen, was will ich, wo will ich hin, welches Ziel will ich erreichen. Natürlich verschieben sich Ziele auch mal, gar keine Frage. Aber generell muss ich natürlich wissen, was ist mein Anspruch? Was will ich anfangen? Wo will ich mal ankommen? Was will ich erreichen? Und das ist, glaube ich, einfach immer die allergrößte Aufgabe, erstmal sich selber klar zu haben. Weil wenn man das klar hat, dann kann einen von rechts und links auch einer anschießen und meinetwegen auch noch von hinten gegrätscht in die Beine springen, dann lässt man sich davon nicht mehr beirren. Welche Hilfestellung könnte man denn jungen Frauen in dieser Position, in dieser Situation am besten geben? Ja, da käme jetzt wieder die Zukunftsmacherin ins Spiel und auch ein Netzwerk, was wir hoffentlich daraus entwickeln können, dass man eben genau dafür einfach mal zur Seite steht, eine einfache Anlaufstelle schafft, für eben solche Fragen Erfahrungen weiterzugeben, was im eigenen Umfeld oft schwerfällt, dass man sich als junger Mensch viele verschiedene Dinge anhören kann, um dann zu gucken, okay, der hat das so gemacht, die hat das so gemacht und bei der war das so. Ich probiere das jetzt mal auf diesem Weg. Aber einfach mit Erfahrungswerten vielleicht bei dieser Entwicklung des eigenen Weges helfen zu können. Gutes Stichwort, bei der Entwicklung helfen zu können. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, wir haben hier nebenan eine Zeitmaschine stehen und wir können zu Ihrem 18-jährigen Ich zurückreisen, was würden Sie sich selbst sagen? Oh, ich würde da gar nicht hinzuwirken wollen, das war keine starke Zeit. Aber wenn es jetzt nur darum geht, da kurz hinzugucken, um mir was zu sagen, ich würde meinem jüngeren Ich tatsächlich sagen, bleib einfach mal ein bisschen ruhiger, bleib mehr bei dir. Es kommt am Ende alles so, wie es sein soll. Und dann ist es auch gut. Dann ist es auch gut, ist ein schönes Abschlusswort. Vielen Dank, Frau Dehm. Und herzlichen Glückwunsch nochmal zur OM Zukunftsmacherin. Dankeschön, Herr Dusart. Auch danke für die Einladung, fürs Gespräch. Und wir sind am Schluss der Folge angekommen. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert doch gerne. Außerdem könnt ihr unseren Podcast auch bequem über unsere News-App hören. Die findet ihr kostenlos im App oder Play Store. Falls ihr Anregungen zu unserem Podcast habt, freuen wir uns über euer Feedback. Am einfachsten könnt ihr uns das per Mail mitteilen, nämlich an redaktion@om-medien.de. Damit sind wir jetzt wirklich am Ende angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Kaschen Dutzert. Bleibt gesund.